Ja, hallo, Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu, ja, Sehanda, aber ich werde jetzt nicht Sehanda spielen, sondern ich werde euch mal, ja, etwas erzählen, etwas erklären, etwas sagen, und, wie ihr alle wisst, oder wie ihr alle mitbekommen habt, auf alle Fälle viele von euch haben es mitbekommen, wurde ich in letzter Zeit sehr massiv gehatet. Viele denken jetzt, ja, jetzt sagt er bestimmt, er hört auf. Nein, auf gar keinen Fall. Viele sagen jetzt vielleicht alle seine Videos. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich werde natürlich, das heißt, ich werde nichts machen, ist ja klar. Also ich werde da jetzt nicht aufhören oder sonst irgendwas. Ich mache natürlich weiter. Aber ich möchte eine kleine Erklärung abgeben, was passieren wird. Mit Leute, die nicht aufhören, mich hinter meinem Rücken Gerüchte über mich zu verbreiten, von wegen, die Leute, jeder, wo mit mir Let's Plays macht oder machen möchte, muss Geld zahlen. Hallo Leute, spinnt denn ihr? Wer kommt auf so einen, auf so etwas, das zu behaupten, dass ich Geld verlange, wenn jemand mit mir zocken will, ein Let's Play Together machen will? Hallo, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Langt euch doch selber mal an eure Hohlbirne. Sorry, dass ich das sagen muss, aber das ist doch so. Dann das nächste, dass ich Leute zu vor oder nach den Let's Talks die Leute so blöd anmach und dann im Let's Talk die netten Spiel und dann während dem und danach gleich mal zusammenschnauzt, was das soll, das hast du nicht sagen können, bla bla bla. Hallo? Sowas mache ich kein bisschen. Ich habe genug Leute hinter mir stehen, die was schon so sehr oft mit mir Let's Plays gemacht haben. Ihr kennt alle Quastin. Ihr kennt alle, mit wem habe ich sonst gemacht? Ralf damals. Leute, ich glaube, bei euch hackt es nicht richtig. Ich habe in meinem TS tagtäglich so viele Leute drin, dass ich schon gar nicht mehr weiß, mit wem ich zuerst reden soll. Nur weil die mich unterstützen und die müssen nichts zahlen, keinen Cent. Ich glaube, oh, was habe ich mit dem falschen Caller? Ja, also ihr seid doch echt verrückt, sowas zu behaupten. Das ist rufschädigend. Ihr macht meinen Ruf kaputt, denn ihr wisst schon, was passiert bei einer Anzeige. Da kommen wir nämlich jetzt gleich mal zu dem Hauptpunkt. Konrad. Ja, mein Vogel pfeift. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Nicht mein Vogel im Kopf, sondern im Käfig. Ja, ist gut. Mein Nymphen sind dich. So. Jetzt hält er mich voll auf von der Arbeit. Ich glaube, ich spinne. Ja, Barzi, ist gut. Okay. Also ich versuche weiterzumachen. Ich kann dann, das habe ich ihm beigebracht und deshalb will er mit mir spielen. Naja. Scheiße, wo kam jetzt die Sau her? Egal. Barzi, gleich. So, jetzt muss ich mich wieder um euch kümmern. So, also Leute, egal was ihr macht mit mir, ihr zahlt nichts. Letztes Jahr im August, oder vor August war das sogar noch, im Juni, Juli, habe ich von über 70 Leuten eine E-Mail bekommen, von wegen, ich soll doch bitte einen Fanshop aufmachen. Weil die Gamescom kommt und dann können wir euer T-Shirt von dir kaufen und dann können wir ja dort das T-Shirt anziehen. Habe ich mir gedacht, okay, mich immer ein bisschen schlau gemacht, bla bla bla. T-Shirt ist mir dann ins Auge gekupft. Oder habe mir gedacht, okay, machst du. Verdienst du nichts, 1,50 Euro pro Artikel oder so um den Dreh rum, wo verkauft wird, scheißegal, damit kann ich Games kaufen. Super, passt. Und was ist passiert? Keiner hat es gekauft. Gut, jeden seine eigene Meinung. Ist ja jeden sein eigenes Ding. Nur, warum fragen mich 70, ob ich es mache, und dann kauft keiner? Gut, das sind Fragen des Universums, die man nicht verstehen kann. Barzi. Ja, Barzi, komm doch gleich. Und dann kam, Moment, ich muss mal schon kurz mich um meinen Vögel kümmern. Ich kann sie am helllichten Tag ja nicht abdecken. Naja, gut. Okay, also folgendes.
Dann kam das mit dem Spendenbutton. Oh, ich würde dir so gern spenden und ja und ja und ja und es ist so cool und es ist so cool und du bist so cool und du bist der beste Let's Player. Den Satz höre ich eigentlich in letzter Zeit regelmäßig, wenn ich einen Server aufmache bei Sehanda. Und was passiert? Leute, was passiert? Ey, die was darauf kommen, die entweder werde ich gehatet oder die verzählen dann hinter meinem Rücken. Wenn sie außerhalb vom Server sind, irgendein Scheiß. Hallo Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und dann kam das hier, mach doch Spendenbutton, Spendenbutton, Spendenbutton. Wenn du spenden, dann kannst du ja alles kaufen. Dann kriegst du auch irgendwann ein besseres Mikrofon. Wird angelegt. Keiner nutzt die Funktion. Leute, das waren auch über 60 E-Mails, wo ich dazu gekriegt habe. Einer nutzt es. Einer. Nein, sag mal, ich habe jetzt mittlerweile zwei Leute, die es regelmäßig nutzen. Drei sogar. Einmal Martin, unser TS-Admin quasi, der was dafür sorgt, dass im TS und auf unserem Server alles so super läuft. Dann Uwe, ein mittlerweile, sagen wir mal, ja, sehr liebgewonnenen Jagdgefährten und der Carlos. So, und dann habe ich nämlich noch eine ganz besondere Person. Einen Neunjährigen. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kam, das zu nutzen, aber er hat es mit seinem Vater gesprochen. Und von ihm kriege ich jeden Monat seit August 50 Cent auf mein Konto. Er kriegt 10 Euro Ta Taschengeld. Und von den 10 Euro, er sagt zum Papa Heike, du gibst mir 9,50 Euro. Und dafür bekomme ich von dir 50 Cent. Du überweist per PayPal die 50 Cent an den John Myers. Ja. Ich will jetzt niemanden hier auffordern, hier irgendwas zu machen. Ich will nur mal einige Sachen klarstellen. Ihr wolltet es, dass ich diese Sachen anleier, dass ich einen Spendenbutton einbaue. Ihr wart mir auf den Ohren gelegen, dass ich hier einen Shop einrichte für Fanshop-Artikel. Und ihr seid jetzt diejenigen, die mich deswegen verurteilen, weil ich das nutze. Ich rede jetzt nicht von alle, Leute, ich habe 1153 oder irgendwas so quetschte Abonnenten. Ich rede nicht euch alle an. Bitte, wenn ich fühlt euch jetzt nicht alle hier angesprochen, sondern nur die, die was es auch betrifft, die sollen jetzt mit Schamesröte in der Gegend rumlaufen. Weil ihr habt das Ganze angeleiert. Ihr kommt hier aufs TS. Oh ja, John Mayer, ich bin hier auf deinem TS. Ja, super, du kann ich dir eine Paysafe-Karte schicken. Dann sage ich, pass mal auf. Kommt jeden Tag kommen Millionen von Leuten hier bei mir aufs TS, die wollen mir eine Paysafe-Karte schicken. Was sage ich zu denen? Mach einfach und ich will da nicht vorher irgendwas hören. Weil sonst bin ich nicht nur enttäuscht, wenn es dann doch nicht schickst. Und was machen die Personen? Die kommen und wollen mir eine Paysafe-Karte schicken. Und schicken mir doch keine. Wollen aber, dass ich mit denen alles Mögliche mache. Ich will kein Geld von euch für das, dass ihr was macht. Aber wenn ihr schon kommt und mir was anbieten wollt, von wegen mit, ich besorge dir über Steam, mache eine Wunschliste, ich schreibe da, wir schicken dir dann die Games zu oder irgendwas, oder wir sparen drauf oder was auch immer, und nichts passiert. Leute, 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 wollt ihr mich verarschen? Ich kann alles wieder ausbauen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich das wollte, sondern weil ihr es wolltet. Und dann macht ihr mich jetzt fertig, weil ich das nutze, was ihr wollt. Leute, bei euch kann irgendwo Lula-Geschichte ist das nächste. Lula. Oh. Darf eins nicht vergessen, ich bin ja hier auch noch am Jagen, aber dann warten wir da jetzt einfach ab. Ja gut, okay. Lula-Geschichte. Lula ist ein Spiel von 2007. FSK ist bei... Moment, ich muss niesen. FSK ist bei 16. Also ab 16 Jahren ist das Game. Und ja, es ist ein Abenteuer-Glücksspiel. Und da geht es darum, die Lula... Habe ich mitgeholt an, ja. Die Lula, die hatten ein Porno-Set und da geht es halt um Pornos und bla bla bla. Langsam irgendwo eine Allergie gegen Hater oder irgendwas. So, wo bin ich hier? Ja, genau, bei Lula. Schöne Frau. Zeigt viel Titten. Na und? Was soll's? Leute, ich habe das angefangen zu zocken. Ich werde massiv, massiv von euch gehatet. Ihr 14, 15-jährigen Lümmel quasi da draußen. Ihr macht mich fertig, weil ich ein Spiel
Spiel, wo es um das älteste Gewerbe der Welt geht, wo es um Liebe, Sex und Zärtlichkeiten geht. Und jeder andere, wo ein Ballerspiel spielt, wo es um Menschen töten geht. Nicht jetzt von Sehanda. Sehanda ist kein Killerspiel. Aber von Killerspielen. Da, wo man eine Waffe in die Hand nimmt, um einen anderen Spieler zu spielen im Multiplayer. Das nennt ihr geil? Wo seid ihr hängen geblieben? Was machen eure Eltern mit euch? Sorry, schicken die euch jeden Sommer auf ein Bootcamp oder sonst irgendwo hin? Ich werde jetzt in Zukunft jeder, der was massiv gegen solche Gerüchte verbreitet und ich komme dahinter, eine Anzeige erstellen wegen Grundschädigung. Einer hat es gecheckt. Ihr wisst alle, wen ich meine. Das Video seht ihr jetzt im Anschluss. Das geht um den Konrad, um den Conny. Conny, bei Skype heißt er Conny. Und auch bekannt Conny Jan. Und dann auf Sehanda hier Konrad PP. Bekannt. So. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich. Das Tier wird gleich da sein. Ja, ich habe mal ein bisschen andere Waffen dabei, weil ich nämlich mal versuche, meine ganzen Waffen hier zu. So, ich werde jetzt auf jeden Fall auf den noch warten, bevor jetzt ich hier schließe. Ah, ich glaube, vorne ist er auch schon. Ich bin noch nicht ganz fertig. So. Da, schön, der liegt. Ja, also ich bin, also, das heißt, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von allem. Aber Konrad PP, Konrad Jan oder Conny, hat's kapiert. Ich hatte schon am Montag die Anzeige gestellt, also gestern. Ich habe sie heute wieder zurückgezogen. Denn aus einem Grund, das Video seht ihr danach, der hat's gecheckt. Er hat gecheckt, dass er Scheiße baut. Und Konrad, ich möchte jetzt eins sagen. Du bist ein leidenschaftlicher, das weiß ich von früher her, weil wir haben gesagt, ein TS. Also wisst ihr Leute, es ging darum, ich hatte ein TS, ein Teamspeak. Auf dem Teamspeak kommt Hans und Kunz und wer auch immer rein. Und natürlich gibt es immer wieder welche, die was halt dann meinen, die müssen Scheiße bauen, nur weil ich John Myers bin. Und dann habe ich mal einen Brüller losgelassen. Und das hat vielleicht den Konrad Jan ein bisschen aufgeschreckt. Aber ich lasse mich doch nicht tagtäglich von irgendwelchen Herdchen aufhören und kaputt machen. Hallo. Ich möchte das, was ich hier mache, ist mein Spaß, möchte ich mit Spaß machen. Ich möchte nicht jeden Tag mehr fragen müssen, wer kommt jetzt als nächstes und hatet mich. Mit was hatet er mich? Was machen die Leute als nächstes für eine Aktion? Das würde ich mir nicht fragen müssen. Ich möchte mich hinsetzen können, Computer an, Spiele spielen, Spaß haben. Und das ist ein Let's Player. Wir wollen euch nichts Böses. Und wenn wir euch eine Plattform bieten, wo ihr dann auch natürlich mit uns schwätzen könnt und Teamspeak und, dann nutzt es doch. Dann nutzt es doch einfach. Oder seid ihr neidisch, weil euer anderer Lieblings-Let's Player sowas nicht macht? Jeder macht, was er will als Let's Player. Wir sind Let's Player und Let's Player heißt, wir spielen, worauf wir Bock haben. Let's Player heißt, wir scheißen drauf, was andere Let's Player von uns denken. Weil wir wollen nämlich selber groß werden und jeder hat seine eigenen Ideen und jeder macht seine eigenen Ideen. Und der eine erfolgreich und der andere nicht erfolgreich. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger, weil ich vielleicht einer bin, der was vielleicht nicht auf die jungen Leute eingeht, weil ich einfach zu wenig mache für die jungen Leute. Weil ich einfach mein Alters erreichen möchte. Und das kann ich nur erreichen mit sauberen, schönen Let's Plays, wo es nicht nur um Gewalt geht, wo es nicht nur um irgendwelche Sachen geht, sondern wo es auch um die Zwischenmenschlichkeiten geht. Und deswegen, Zwischenmenschlichkeiten, da sind wir nämlich jetzt an dem Punkt. Zwischenmenschlichkeiten, Konrad PP, Conny oder Konrad Jan, wie ihr ihn alle kennt, hat sich entschuldigt bei mir. Das Video seht ihr danach. Die Anzeige habe ich zurückgezogen. Der Nächste, wo das macht, der hat natürlich auch die Möglichkeit, die Anzeige zurückgezogen zu bekommen. Nur, ich sag euch eins. Jeder, wo jetzt irgendwie solche Gerüchte verbreitet, der bekommt eine Anzeige. Und Conny, zu dir noch ganz kurz. Schön, dass du das eingesehen hast. Ich möchte jetzt nur mal kurz erklären, wie es hätte werden können, wenn die Anzeige jetzt durchgegangen wäre. Du bist leidenschaftlicher Bogenschütze. Hast, glaube ich, schon irgendwo an Wettkämpfen teilgenommen oder was auch immer. Sorry, wenn ich das nicht ganz genau weiß, weil Bogenschießen interessiert mich nicht. Deswegen habe ich mir das auch nicht gemerkt. Also es ist einfach so, ich merke mir nur die Sachen, die mich auch interessieren.
Es hat nichts damit zu tun, dass ich dich als Person, als dass du mich als Person nicht interessierst. Das ist Schwachsinn. Also nicht wieder falsch verstehen. Oh, da haben wir eine Spur von einer männlichen Sau. Ja, da habe ich ja einen dritten Platz jetzt momentan. Genau. Und Conny hat mir ein Video geschickt und ich finde es super. Nur die weitreichende Folge hätte sein können, dass du eventuell mit deinem Bogenschießen Sport hättest aufhören dürfen, den du mit Leidenschaft betreibst. Denn mittlerweile, es ist schon so viel passiert in Deutschland, dass jeder, der was in jungen Jahren irgendwie blöd auffällt, dass der in seine ganzen Sachen, die was irgendwie mit Waffen zu tun haben oder sonst irgendwas, entzogen werden. Ich weiß nicht, wie weit man da irgendwas braucht, was das Ganze betrifft von Bogenschützen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Waffe und ich kann mir vorstellen, dass da dann auch es kann passieren, dass alles verlierst. So, ich hätte auf alle Fälle, wie gesagt, die Entschuldigung habe ich angenommen. Ich habe die Anzeige zurückgezogen. Aber das Ganze liegt bei meinem Anwalt. Das heißt, sobald von dir wird irgendwas Negatives kommt, gibt es kein Zurück mehr. Nur so zum als nebenher. Nicht, dass du jetzt einfach nur hier das Entschuldigungsdrama spielst und am Schluss kaum ist die Anzeige vom Tisch, du dann mir so kommst. Ja, weißt du, was ich meine. Und dann wieder alles Mögliche machst. So, also du weißt Bescheid. Das Video mit der Entschuldigung seht ihr jetzt dann danach. Und Leute, ich hoffe, dass jetzt langsam Ruhe hier einkehrt, denn sonst werde ich wirklich radikal hier mit Anzeigen um mich pfeffern und dann könnt ihr kommen und euch entschuldigen, wie ihr wollt. Irgendwo ist Zapfenduster. Wenn ihr mich hasst, dann ist es eure Meinung. Wenn euch meine Videos nicht gefallen, dann ist es eure Meinung. Wenn meine Stimme scheiße ist, ist es eure Meinung. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr mich deswegen dissen müsst. Dass ihr mich haten müsst deswegen. Ich hate euch auch nicht, weil ihr irgendwo einen Haarscheitel zu schief habt. Weil ihr schielt, weil ihr einen Hinterfuß habt. Das ist mir alles doch egal. Es zählen doch die menschlichen Werte, verdammt nochmal. Was meint ihr, wie schnell? Da geht's aber nicht nur jetzt darum, dass das nur Leute sind, die was 13, 14, 15 sind oder noch jünger. Nein, es sind auch 40-Jährige dabei, das ist ja das Traurige. Die dann nicht einmal kommen, die das einfach lesen oder mitkriegen, dass hier der John Myers Geld verlangt fürs Let's Play, die nicht mal in der Lage sind, mit über 40 zu kommen und sich ein eigenes Bild zu machen. Und dann verwundert sind, wenn man sich dann durch Zufall mal in einem Skype-Gespräch, da, weil ich habe ja dann alle mal angerufen und so, dann einfach mal dazu äußert und dann gucken sie und denken sich, wow, scheiße. Ja? Auch wenn man Gerüchte vom Hörensagen weiter verbreitet. Es ist scheiße. Man soll sich immer eins vor Augen behalten. Die eigene Meinung ist am wichtigsten. Nicht dies, was andere sagen. So, in diesem Sinne, Konrad, ich danke dir für deine Entschuldigung. Und sorry, dass ich jetzt das ein bisschen ausführlicher gesagt habe. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Das ist rein aus meinem Kopf raus. Ich hoffe, dass die Sätze irgendwie verständlich sind. Und ich hoffe auch, dass jetzt endlich Ruhe einkehrt. Ich möchte niemanden von euch was Böses. Im Gegenteil. Ich möchte mit euch wieder zocken können, ohne mir Gedanken machen zu müssen, kommt der jetzt auf meinen Server, um mich zu haten? Nein. Also Leute, in diesem Sinne, immer freundlich, weil mit Freundlichkeit kommt man weitesten und nicht mit Hass und nicht mit Lügen, nicht mit Gerüchten. Wenn jemand im Mittelpunkt stehen möchte, dann muss man selber dafür sorgen und nicht eine andere Person dafür nutzen. Also, jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, hallo John. Ich bin der Conny. Auch genannt bei der Hunter Konrad PP und ich habe schlimme Gerüchte über John Myers erzählt und ich weiß nicht warum, er hat ja schon genug Hater und das tut mir auch ganz, ganz dolle leid. Er macht seine Sache sehr gut als Let's Player und ihr müsst mal so sehen, wenn ihr ein Video macht, dann wird das genauso schwer für euch sein. So schwer fällt es auch schon, Videos zu machen.
Deswegen macht er seine Sache gut. Und John, es tut mir wirklich ganz, ganz, ganz dolle leid. Freundlichen Grüßen, Conny.